Werkstoffrecherchen sind bisher mühsam. Informationen müssen in verschiedenen Quellen gesucht und aufwendig zusammengetragen werden. Die spannende Frage ist, was müssen diese Materialien leisten? Welche Anforderungen müssen sie erfüllen? Was sollten zukünftige Werkstoffe für diesen Anwendungszweck für Eigenschaften haben? Und wenn ich eben solche Materialien untersuchen möchte, dann recherchiere ich nach diesen aktuell, indem ich mir erstmal verschiedene Hersteller raussuche, über eine breit angelegte Internetrecherche, diese dann jeweils einzeln kontaktiere. Einzeln kann man das jeweils finden. Ich brauche Material, was sich bei der Temperatur schmelzen lässt. Das kann man finden. Aber was ich nicht finde, ist im gleichen Atemzug, wer das herstellt, wer das schon mal fürs Fenster benutzt hat, welche meinetwegen vielleicht auch sicherheitsrelevanten Daten gibt es dazu. Also wenn ich jetzt in Richtung Robotik gehe, dann ist es da halt nicht mit Materialien aus den Metallen gemacht, sondern ich könnte auch Kunststoffe einsetzen. Aber ich habe bis jetzt nicht die Tools, um das sauber vergleichen zu können. Was bisher fehlte, war eine einheitliche Anlaufstelle. An der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden entwickeln wir deshalb Material Hub, eine Materialrechercheplattform, die es erlaubt, auf verschiedene Datenquellen gleichzeitig zuzugreifen. Und insofern ist der Material Hub zukünftig unser Werkzeug, um die Kompetenz, die wir im digitalen Bereich und zum Beispiel was die Interaktion angeht, selbst schon aufgebaut haben, jetzt im Materialbereich auf ein ähnliches Niveau ziehen zu können. Die Besonderheit liegt in der Verknüpfung von Werkstoffdaten aus Industrie und Forschung. Die Informationen werden über eine intelligente, semantische Rechercheoberfläche für jeden zugänglich gemacht. Und da gehe ich natürlich davon aus, dass das Material Hub hier eben durchaus solche Recherchezeiten massiv verkürzen kann. Ein Ausgangspunkt für die Benutzung von Materialbibliotheken ist, dass man mittels derartiger Bibliotheken Dinge vergleichbar bekommt, die sonst getrennt waren. Und der Material Hub hat eine neue Qualität der Bibliotheken zusammenführt, die in sich relativ konsistent sind, aber bisher nicht vernetzt. Der absolute Vorteil von Material Hub ist ja, die Materialdaten zusammenzuführen, eben sowohl aus der Wissenschaft, wissenschaftlichen Institutionen, dann auch die Daten von der Industrie. Das heißt also, die bringt es in der Anwendung und bringt dann meinetwegen Prozessparameter, haptische Parameter, Verarbeitungsparameter hinzu. Und diese Verheiratung ist es, glaube ich, erst, die das dann wirksam machen. Andererseits ist das Material Hub natürlich eine super Gelegenheit oder Möglichkeit, mit der Industrie näher in Kontakt zu kommen, auch zu schauen, okay, welche neuartigen Materialien sind denn jetzt gerade auf den Markt gekommen, an welchen Materialien wird denn geforscht? Also gerade auf Forschungsseite ist natürlich sehr interessant. Material Hub ist für Datengeber und Recherchierende kostenfrei, außerdem erweiterbar, sowie werkstoffklassenübergreifend und richtet sich an Recherchierende aus allen Bereichen. Also eine Drehscheibe eigentlich für Technologie, Austausch und Vernetzung. Ja, was ich mir natürlich für die Zukunft des Material Hubs wünsche, ist, dass es in Zukunft ganz aktiv genutzt wird, und auch aktiv bespielt wird von Materiallieferanten und Forschenden.